Willkommen zu Tag 7. Wir haben den Clown gefunden. Wir gehen ihn auch glattweg nochmal besuchen. Oh. Pfui. Ich mag den echt nicht. Der ist nicht okay. Das ist überhaupt kein netter Zeitgenosse hier. Wir können ihn uns ja mal im Hellen noch etwas angucken. Da sitzt er nämlich. Der ist so furchtbar, ey. Okay, gleich rastet der bestimmt aus. Nein. So, hier waren nämlich noch Taschenlampenbatterien. Die kann ich aber nicht mitnehmen, weil ich habe schon 5. Oh mein Gott. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Warum ist hier kein Schlüssel? Was soll das eigentlich? Hä, bin ich doof? Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein, oder nicht? Wir können von hier genau den Vogelscheuchenmann sehen. Was ist das denn für ein grauenvolles Zimmer? Was soll das denn? Da der Vogelscheuchenmann. Der Vogelscheuchenmann? Hier ist echt kein Schlüssel. Was ist das denn? Naja, dann gehen wir wieder. Dann gehen wir. Ist ja nicht so schlimm. Oh, ich habe echt Gänsehaut. Wenn ich den sehe, dann ich ekel mich. Ich ekel mich einfach nur. Ding. Wo ist denn das Telefon? Kann ich rangehen? Wo ist es? Nicht mal da. Es ist das Phantomtelefon. Hier ist doch ein Telefon, ne? Ja. Ich hab Angst. Ding. Ding. Hallo, erschreck dich doch nicht vor dem Telefon. Es ist ein Telefon, verdammt. Fucking Telefon. So, machen wir erstmal an hier. Ich finde das hier übrigens irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie hübsch. Ja, Mensch. Ich komme. Klingelt's woanders, hä? Versteh nicht. Ist hier ein Telefon? Nee, ne? Oh, beim Clown steht eins, glaube ich. Hä, nee, steht doch keins. Hä? Steht hier in diesem Höllenraum ein Telefon? Nö. Ah, ich kann die Taschenlampenbatterien mitnehmen. So. Haben wir das? So, was ist denn das hier? Ach, das ist eine Vase oder so. Sag das doch. Oh, Telefon, Telefon. Ah, das ist da im Nebenzimmer, ne? Ah, hier links. Ist auch ein Telefon. Hi.
Einmal rangehen. Hä? Da. Komm. Hey, hier stand vorher nicht mein Telefon. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn los mit euch? Das war nie. Nee, hier ist auch kein Telefon. Hä, da stand bei dieser Frau, also bei der Statue, da stand doch vorher kein Telefon. Ihr Klappspaten. Hier ist ein Telefon. Und ein Schlüssel. So. Oh, ich dachte gerade, es wäre irgendwas, aber es war leider nichts. Gut, wir haben einen Schlüssel mehr. Da, das Telefon ist nämlich weg. Das gehörte da nämlich gar nicht hin, weil das war da vorher nicht. Das weiß ich ganz genau. Bin mir zu 120% sicher. Da steht jetzt auch keins mehr. Oh, ihr wollt mich doch verarschen, alle. Was soll denn das hier? So. Ding. Hi, Clown. Wuhu. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Oh, eine Abstellkammer. So, was haben wir hier Hübsches? Batterien, die ich nicht nehmen kann. Streichhölzer. Oh, noch ein Raum. Haben wir hier irgendwo einen Schlüssel? Na gut, dann nicht. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm. Ja, dann bleib da drin, Junge. Bleib da einfach drin. So. Tag 8. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Was machen wir dann jetzt? Soll ich ihn machen ohne Schlüssel? Hilf mir, Spiel! Hier wäre auch ein Telefon gewesen. So. Ich würde ja uns als Protagonisten gern mal sehen, wenn wir hier so rumrennen. So zum Beispiel oben auf diesem... Bei diesem Bordüre, nicht Bordüre, Bordüre ist was anderes. Auf diesem, wie heißt denn das? Ach, ich zeig's euch einfach gleich. Wenn man da so lang rennt, ich würde das gerne mal aus der so, ja, so Third-Person-mäßig, würde ich das irgendwie mal gern angucken. Ich glaube, das fände ich lustig. Nicht mal Third-Person, mehr so, ja, als Beobachtender. Also quasi so von unten oder so. Das fände ich irgendwie echt mal ganz geil. Komischer Lebenstraum hier. Also. Hier kommen wir ja nicht weiter, oder? Warum blinkt das Telefon nur auf zu blinken? Ach, Mann! Ich habe ja gar keinen Schlüssel mehr. Ich kann da eigentlich aufhören, hier an Türen zu rütteln. So. Ich würde das gerne mal beobachten, wenn wir hier so lang rennen. Wenn man das von da unten so sieht, da von der Tür aus zum Beispiel. Würde ich irgendwie mal gerne sehen, wie wir so aussehen, wenn wir hier so lang rennen. So nee, wie so ein Rennauto. Wie so ein, weiß ich nicht, wie heißen denn so Menschen, die so laufen? So Marathonläufer.
oder wie heißen so Menschen, die so laufen, ja. Ihr merkt, das Spiel macht mich einfach fertig. Oh, du Kacksau! Es geht kein Licht mehr. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Spiel. Nein! Mein Herz, Alter. Ich habe mich so erschrocken. Warum? Warum, Leute? Warum tut die mir das an? Oh, Alter. Oh, ich will nicht mehr. Ey, wir sind bei Tag 8. Leute, reißt euch doch mal ein bisschen zusammen jetzt. Ihr müsst hier nicht komplett ausrasten. Also, sag mal. Jetzt steht das Telefon wieder da. Ihr macht mich wahnsinnig. Ihr macht mich einfach wahnsinnig. Ich hab Angst. Oh, ich hab gerade mega die Gänsehaut einfach. Alter, ihr Ekel. Ihr Ekelhaften. Solange er da ist, bin ich glücklich. Oh, eine Katze! Oh, womit spielt die? Oh, die spielt mit einem Schlüssel. Oh, süß. Katze. Ah, die spielt gar nicht mit einem Schlüssel. Ah, doch. Tut sie. Hab ich doch gewusst. Hab ich doch gesehen. Dass sie mit einem Schlüssel spielt. Hier war ja nichts, oder? Konnten wir hier was aufschließen? Doch, wir konnten hier was aufschließen. Und zwar hier die Tür. Ah, passt aber nicht. Na gut, dann nicht. Denn nicht. Ist in Ordnung. Aber ich sehe gar nichts. So ist besser. So, jetzt haben wir also wieder einen Schlüssel. Oh, die Engel. Ich hasse euch. Ihr Kackwürste. Ja, komm. Lass mir Ruhe. Lass mich einmal Ruhe. Ja. So, was war hier? Hallo. Mach dich auf, Tür. Hier war ja nichts. Was will ich hier? Oh mein Gott, ey. So. Gehen wir also wieder hoch. Unser Angstbalken leidet gerade etwas. Kann ja verstehen, ich habe wirklich Angst. Ich habe echt Angst gerade. Oh mein Gott, ey. Was ist denn hier los? Kann denn ein einzelnes Haus so groß sein? Und was machst du da? Lass das. Was ist das überhaupt für eine komische Pose hier? Hör mal. Alter, je mehr Türen wir hier öffnen, desto weniger Schlüssel finden wir, habe ich das Gefühl. Das war keine Schlüssel. Schlüssel. Ja, war ja klar. Wäre ja jetzt auch zu einfach. Oh, hier wären auch Taschenlampenbatterien. Muss ich mir merken. Habe ich morgen eh wieder vergessen. In einer Stunde. Ich kenne mich. Und ihr müsstet mich ja eigentlich auch schon kennen. Das war eine Ratte. Oder so eine Maus. Weiß ich nicht. Na, egal. Ding. Ding. Badezimmer. Die Geißel der Menschheit. Okay, ich hör auf. Ich bin schon ruhig. Alles gut. So.
Was war hier jetzt? Ach, da war nichts. Gut. Dann gehen wir hier nochmal rein. Ja. So, wenn wir hier gerade so ein bisschen rumschleichen, kann ich ja zum Haus noch was erzählen. Also so, was ich noch so weiß. Ich weiß eigentlich gar nicht so viel über das Haus. Fällt mir gerade ein. Ich wollte eigentlich nur sagen... Achso, doch. Wenn wir durch sind, werden wir uns das Haus wahrscheinlich nochmal so angucken. Weil es da nämlich diese Möglichkeit gibt, das zu tun. Und ich denke, da werden wir das einfach mal machen. Hallo! Alter, was war das denn? Können wir das bitte nochmal sehen? Hat die da jemanden abgestochen? Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Gucken wir uns das Haus nochmal so an. Ein Kinderzimmer. Und, werden uns das so angucken, habe ich ja jetzt schon mal gesagt. Und zum Haus, ich sehe den Zettel da, den hebe ich gleich auf, aber ich wollte das nochmal schnell sagen, wird es eine, oder beziehungsweise ist sie gerade in Arbeit, eine Lego-Version. Und auf die bin ich echt gespannt, die würde ich mir, glaube ich, dann auch ganz gerne angucken. Und ich weiß aber nicht genau, wie die dann hinzugefügt wird. Aber ich denke, dass wir das ja auch, Alter, zusammen machen könnten. Wäre ja interessant. Also dann, wir nehmen den Brief. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Ja, nicht nur Linda, mir auch. Sie traut sich kaum noch an ihr vorbeizukommen. Kann ich verstehen.